Hallo ihr Lieben, willkommen wieder in meiner Küche. Vor ein paar Tagen hat mich die Rosi aus Facebook angesprochen. Und zwar bin ich bei der Rosi in der Gruppe gelandet. Und mit der Rosi habe ich begonnen, meine HCG-Kur zu beginnen. Ihr wisst ja, ich bin im Moment daran, wieder ein paar Kilos einfach runterzubekommen. Und die Rosi hat mich gefragt, ob ich nicht für sie diesen Lemon Curd machen könnte, aber nicht so, wie ihr den kennt oder schon mal gemacht habt, sondern aus anderen Zutaten. Den kann man so machen, dass der wirklich HCG-Kur und Diät geeignet ist. Und das habe ich heute vor. Okay. Also, das ist auch für mich wieder das erste Mal. Ich habe Lemon Curd schon mal gemacht, auf die ganz normale Weise. Aber heute mache ich es einfach mal mit Zutaten, die wirklich diätgeeignet sind. So, dann beginne ich einfach mal mit euch und ich gehe jetzt in die Höhe und ihr konzentriert euch einfach auf den Thermomix und was ich da reinschmeiße. Und wenn es was Wichtiges zu sagen gibt, dann komme ich einfach runter zu euch. Also, ihr braucht 4 Eiweiße. Quatsch, 4 Eigelbe habe ich vorhin schon getrennt. Die habe ich hier drin. Die kommen in den Thermomix. Dann braucht ihr 230 Gramm Zucker. Und ihr habt jetzt richtig gehört, das ist kein Zucker, sondern ein Zucker. Ich kenne es auch erst seit ungefähr 4 Wochen, habe mich da auch ein bisschen im Internet eingelesen. Und zwar sieht der so aus. Ich zeige euch mal. Ich habe mir da eine ganz, ganz große Packung geholt. Den könnt ihr euch bei Amazon oder anderen Firmen bestellen. Und das Besondere an diesem Zucker ist, dass der erstens mal viel weniger Kilokalorien hat, dass der sehr, sehr gesund ist, weil er aus der weißen Birkenrinde gemacht wird. Und da soll ich euch auch bitte aufmerksam machen, kauft den finnischen Zucker. Der ist wirklich aus der weißen Birkenrinde. Es gibt noch einen, der kommt aus Frankreich und der würde aus Mais gemacht werden. Und dieser Zucker ist auch für unsere Zähne gut, also der greift unsere Zähne nicht an und ich habe ja schon öfters mal so Ersatzstoffe probiert. Ihr kennt ja auch dieses wie heißt denn das nochmal? Da gibt es so Fläschchen. Wartet mal, ich gucke mal, ob ich das gerade finde. Wo habe ich denn das jetzt drin? Nee, das finde ich auf die Schnelle nicht. Es gibt auch andere Ersatzstoffe, also Zuckerersatzstoffe. Aber meistens ist es so, dass die einen ganz komischen Nachgeschmack haben. Also ich war da nie zufrieden. Und dieses Zucker ist für mich wirklich ein guter Zuckerersatz. Der schmeckt irgendwie, hat keinen Nachgeschmack, der schmeckt mir wie Zucker auch. Ich tue den in meinen Kaffee und ich backe meine Kuchen damit und heute mache ich damit den Lemon Curd. So, also jetzt geht's weiter. Ihr braucht 230 Gramm Zucker. Das ist ein schweres Wort, ne? Zucker! 230 Gramm. So, ganz genau. Dann kann diese riesige Kiste auch schon wieder weg. Und ich habe mir diesen ganz fein gemahlenen Zucker schon gekauft. Da gibt es auch grobkörnige, also da müsst ihr einfach gucken, was euch am besten gefällt davon. Dann braucht ihr Zitronensaft und zwar braucht ihr 160 Gramm. Das habe ich auch vorher schon vorbereitet. Und wundert euch nicht, dass es bei mir jetzt ganz laut ist. Ich habe draußen im Vorgarten Bauarbeiter und im Moment sind die gerade mit dem Presslufthammer am Arbeiten. Aber ja, machen wir einfach so, wie wenn wir es nicht hören würden. Das Ganze tut ihr jetzt 50 Sekunden auf Stufe 4. Vermischen miteinander.
Wenn ihr jetzt diesen grobkörnigen Zucker gehabt habt, dann tut den bitte vorher einfach durchschleudern, dass der ganz, ganz fein wird. Das löst sich mit Sicherheit auch auf, aber in den anderen Rezepten stand immer drauf, man soll das pulverisieren. Dazu kommt jetzt 120 Gramm Bio-Kokosöl. Und das ist auch so eine neue Geschichte, die ich ganz neu in meiner Küche habe. Und das ist so eine fantastische Sache. Allein wenn ich dieses Glas aufmache und da reinrieche und habe wirklich diesen Kokosgeruch drin. Und damit brate ich auch meine Sachen an und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles und es ist auch wirklich nicht billig. Ich habe mir jetzt das Dr. Georg Bio Kokosöl geholt, auch aus dem Internet bestellt. Googelt da einfach mal danach. Also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache und es macht einen richtig leckeren Geschmack. Und davon brauchen wir jetzt 120 Gramm. Das will noch nicht umspringen. Ja, jetzt aber. 120. Ah, wir müssen aber trotzdem die Hände mal abwischen. Und dann braucht ihr noch eine Prise Salz. Und ihr braucht Zitronenschale. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, 2 gestrichene Esslöffel voll Zitronenschale. Ich habe Bio-Zitronen geholt und die habe ich vorhin mit dem Sparschäler einfach so runtergeschält. Ist ganz, ganz dünn und da ist auch wirklich nichts Weißes dran, denn ihr wisst ja, wenn das Weiße dran ist, dann wird diese ganze Sache bitter. Also, das sind so ungefähr 2 gestrichene Esslöffel voll Zitronenschale. Die kommen da jetzt auch noch mit rein. Und jetzt muss das Ganze natürlich zerhäckselt werden. Ne? Die Zitronenschale, die muss jetzt klein gemacht werden. Mache ich jetzt einfach mal auf Stufe 7, probiere ich jetzt mal und vielleicht so 20 Sekunden und dann gucke ich es mir an nochmal. Jetzt den Thermomix 20 Minuten auf 90 Grad Stufe 2 einstellen. Das mache ich jetzt. Auf 90 Grad und Stufe 2. Und das ist jetzt deswegen so lange, weil das noch eindicken muss. Das gibt ja so eine streichfähige Paste. Und das ist was ganz, 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 ganz Leckeres. Ich habe das, wie gesagt, schon mal gemacht, aber nicht als HCG-Diät geeignet. Das könnt ihr auf euer Frühstücksbrot draufschmieren. Ihr könnt es über euer Eis geben, jetzt im Sommer. Oder ihr macht als Grundlage für eure Torten. Das ist einfach so vielseitig. Ihr könnt, ja, was könnt ihr da noch mitmachen? Ja, vielleicht könnt ihr da auch irgendwie das so ein Erfrischungsgetränk mitmachen. Aber euch fällt da bestimmt auch was ein. Also wir sehen uns jetzt in 20 Minuten, wenn das eingedickt ist und dann zeige ich das euch, ich probiere es für euch und ja, bis gleich. 20 Minuten sind um. Jetzt lasse ich das Ganze nochmal 30 Sekunden auf Stufe 5 durchschleutern. Und was ich euch vorhin vergessen habe zu sagen, diese 20 Minuten wird der Lemon Curd gekocht, ohne den Messbecher oben aufzusetzen. Also lasst dieses Loch oben am Deckel einfach offen stehen. Und jetzt ist er natürlich drauf. Jetzt wird es nochmal ganz durchgemixt für 30 Sekunden. Und dann gucke ich mal, wie das geworden ist. Duftet schon so lecker und frisch. Oh, das ist
mir persönlich ist das jetzt noch nicht fest genug. Also das ist mir noch zu flüssig. Und jetzt weiß ich nicht, ob das, wahrscheinlich wird das erst fest werden, wenn das abgekühlt ist. Ich glaube, mein anderes, als ich das damals gemacht habe, das war gleich fest geworden. Ja, was mache ich denn jetzt? Oder müsste ich das aufschlagen? Ich schlage es nochmal auf. Ich mache es nochmal mit dem Schmetterling. Meiner Meinung nach sehr, sehr flüssig. Das ist mir noch zu flüssig. Jetzt mache ich das anders. Ich schütte das jetzt einfach mal in meine Form rein. Und lasse das Ganze jetzt auch mal erstmal abkühlen. Und ich hole euch dann dazu, wenn es abgekühlt ist, damit ihr seht, ob es fest geworden ist. Oh, aber es ist ganz was Tolles. Mmh. Mmh, ich sag's euch. Oh, es ist lecker. Oh, es ist lecker. Das ist richtig was Gutes. Wisst ihr was? Dieses Kokosöl, das ich da benutzt habe. Das ist auch für Cholesterin, für das gute Cholesterin geeignet. Und deswegen natürlich auch für Diabetiker und so weiter. Und auch richtig, richtig schön für diese HCG-Kur. Dieser Zucker haben 100 Gramm 236 Kilokalorien. Und das wird auch von unserem Körper ganz anders verstoffwechselt. Also da könnt ihr wirklich mit gutem Gewissen diesen Zucker in Zukunft benutzen. Der ist etwas teurer, der ist wirklich nicht billig, ich gebe es zu. Aber wenn wir unserem Körper etwas Gutes tun möchten, unseren Zähnen etwas Gutes tun möchten und wenn wir etwas an Gewicht verlieren möchten, dann darf uns es einfach nicht zu viel sein, da etwas mehr Geld auszugeben. Und so sehe ich das auch mit dem Kokosöl. Auch da wechsle ich jetzt komplett von anderen Fetten weg. Und werde in Zukunft wirklich dieses Kokosöl benutzen. Erstens, weil es richtig, richtig gut schmeckt. Richtig nach Kokos riecht und schmeckt und einfach super, super lecker ist und super gesund ist. Ja, also, wie gesagt, jetzt ist es mir noch zu flüssig. Ich lasse es jetzt richtig abkühlen und melde mich dann entweder nochmal per Video oder mit einem Abschlussbild. Lecker ist es, ja, richtig, richtig lecker. Ihr könnt es wirklich nachmachen und da dürfen wir auch in unserer Diät etwas schlemmen. Also, meine Lieben, macht's gut. Habt einen schönen Sommertag. Tschüss. Also, ich hole euch jetzt einfach nochmal hinzu. Ich habe das jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Und ich merke das, wie das jetzt schon anfängt, fest zu werden. Und ja, macht es einfach. Das muss ein paar Stunden hier abkühlen. Obendrauf ist es schon fest. Unten ist es noch lauwarm. Und da ist es noch flüssig, aber das wird mit der Zeit dann fest werden. Ja, also, das war's dann. Macht's gut. Tschüss.